So, da wäre er wieder. Aber diesmal nicht für eine Tagesaufgabe. Dafür ist es noch viel zu früh. Wir haben es gerade erst Nachmittag. Sondern einfach nur üben. Das sollte ich nämlich ein wenig, fällt mir so auf. Weil wirklich viel Fortschritte machen wir nicht, wenn wir nur die Tagesaufgaben jeden Tag machen. Da komme ich wohl nicht genug ins Spiel rein. Also, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ich spiele jetzt ein, zwei Runden ganz normal. Und da werde ich später nochmal aufnehmen für die eigentliche Tagesaufgabe. Und dann bin ich hoffentlich besser vorbereitet. So oder so, kann es nicht schaden. Und macht Spaß. Und ich kann üben. Präzisionsstein schmeißen üben zum Beispiel. Hopp, das ist garstig. Flupp. Ah. Wir werden ein Meister Steinschmeißpeitscher. Komm mit. So was würde ich in der Tagesaufgabe niemals machen. Bist du ein Skelett? Ja. Sehr schön, dass sie aufwachen, bevor man auf sie rausspringt. Und nicht danach und in einem quasi sich materialisieren. Das wäre gemein. So, da hoch, darüber. Dich treffe ich nicht. Dich treffe ich. Ha! Oh, da war ein Küsschen stand? Im ersten Level? Oder? Nee, das. Oh, beide ausgelöst. Nee, ist kein Küsschen stand. Ist einfach nur so ein Holzverschlag. Aber das Helpschreien wird hier lauter. Schieb, 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 schieb. Die ist bestimmt hier unten. Nee, sie ist da unten im Erdreich eingeschlossen. Direkt neben dem Ausgang. Ja, das ist ein schönes Level. Kein Wunder, dass es keine Tagesaufgabe ist. Dafür wäre das Level viel zu schön. Und praktisch. So, Geist kommt bestimmt auch gleich, aber wir sind weit genug von den Wänden weg, dass das klappen müsste. Oh, eine Kiste. Zwar nur Kleinkram, aber hey, will ich nicht meckern. So, jo, du kommst dahin, du kommst mit. 13.000 Gold, kein Leben verloren. Und ein Küsschen. Das könnte es natürlich auch sein. Eigentlich bin ich ein hervorragender Spieler. Aber die Tagesaufgaben sind immer so garstige Level, dass ich absolut versage. Nicht wirklich, ja? Okay. Falsch. Naja, Fizzle-Edelsteine. Oh, die Spinne, da hätte ich eigentlich ganz gerne. Problem bei der Sache ist nur, erstmal kommen wir da nicht ordentlich ran. Ich kann es so versuchen. Oh, genialer Wurf. Edelsteine sind da oben. Alternativ könnte es einfach mit der Tagesaufgabe selbst zu tun haben. Dass ich mir da zu viel Druck mache. Das hatten wir vor kurzem ja schon mal. Also vor 3-4 Tagen oder so. Da hatte ich eine Weile richtig schlechte Runs. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ach, scheiß drauf, wir spielen einfach so vor uns hin. Und dann lief das richtig gut. Hm. Oh, ganz viele Vasen. Ganz viele Spinnen. Komm, runter, stipp. Du wirst jetzt nicht bis ans Ende aller Zeiten uns da auflauern. Kriege ich dich totgeworfen, wenn ich von hier nach oben... Ja. Es wird immer schlimmer. Wir sprengen uns einfach... Oben durch. Oh, wir werfen mit der Blondine so lange, bis alles tot ist. Komm mit. So. Man muss sie lieben. Komm mit. Keine Stacheln. Oh. Hops. Oh, Kletterhandschuh. Ups. Wenn du jetzt weiterläufst, triffst du dann die Fledermaus? Gucken wir mal später. So, ich hätte gerne Kletterhandschuhe, ich hätte gerne Bomben. Und das kostet alles viel zu viel. Könntest du mal da runterkommen?
Eigentlich müsste nur durch die Bewegung das Netz nach und nach kaputt machen. Sehr komisch. Also notfalls schmeiße ich einfach ein Seil hoch. Komm, also sehr viel wird sie nicht mehr aushalten. Aber wir haben auch nichts mehr, was wir auslösen müssen. Jo, Geist kommt raus. Knutsch. Immer noch kein Mal getroffen bisher. Und wir haben ein Spinnenlevel. Wie kommen wir zu dir? Wir haben 15 Bomben. Wir kommen ganz einfach zu dir. Nicht so. So, du kommst mit. Du kommst weiter mit. Da ist nämlich noch eine Kiste. Flup, flup. Ups. Ich hoffe, dadurch kriegt sie keinen Schadenspunkt. Das wäre echt ein wenig ärgerlich. Keine Stacheln, keine Stacheln, keine Stacheln. Nee, keine Stacheln. Keine Stacheln, keine Stacheln. Keine Stacheln. Okay, das hätte jetzt mehrmals ganz schön ins Auge gehen können. Oh, warte mal. Nein, wir haben den doofen Shop. Ja. Wir haben den doofen Shopkeeper mit einer Prinzessin getroffen, wollte ich schon sagen. Mit einer Blondine getroffen. Na gut, wir haben Jetpack, wir haben eine Spitzhacke und wir haben eine tote Frau. Und einen Kletterhandschuh, das ist ein geiler Kombo. Aber dafür haben wir jetzt in jedem Level die doofen Händler hinter uns her. Was bestimmt tierisch nervig werden wird. Aber gut. Gold sammeln müssen wir eigentlich gar nicht mehr wirklich. Warum die Schrotflinte lieber mitnehmen? Hier ist irre praktisch. Ja komm. Jetpack, Kletterhandschuhe, Sticky-Bomben, ganz viele Bomben, Schrotflinte und überhaupt. Besser geht's nicht. Wow. Oh, noch eine Sache. Da wir jetzt hier quasi Todfeind Nummer 1 sind, können wir jeden Götzen mitnehmen, weil es total egal ist, wenn wir einen Händler treffen. Wir dürfen nur nicht unsere Schrotflinte verlieren. Warte mal. Zing. Wo ist der Ausgang? Das Ding fällt hier immer noch. Da ist der Ausgang. Und da ist ein verrückter Typ mit einer Schrotflinte. Komm mal weiter nach links. Ich habe hier was ganz Schweres für dich. Ja. Oh. Ja, schön dran denken, das Ding ist begrenzt. So. Ah, wie kriegen wir den Typen tot? Noch eine Schatzkiste. Ja, komm, wir haben 13 Stück. Nur Gold. Ja, nur Gold. So dekadent wird man, wenn Gold nicht mehr wichtig ist, weil es keine Daily ist. Wenn es ein Daily wäre, hätten wir jetzt nur 25.000 Gold, was nicht ganz so viel wäre. Ich meine, wir haben ja in letzter Zeit den 40.000 Goldfluch, dass wir da nicht rüberkommen. Ich den jetzt? Wir können einfach auf ihn raufspringen, oder? Warte mal, kann er nach oben gucken? Oh. Nein. Die sind noch ein Ticken überpowered, kann er sein? Ich wollte eigentlich nur auf ihn raufspringen und der hat mich getwo-hittet. Hey. Also ja, Ausrüstung war es ein sehr schöner Run. Kann man nicht anders sagen. Ganz viele Bomben, Klebezeug, Kletterhandschuh, was weiß ich. Aber halt Gold nur 28.000. Wenn es ein Daily gewesen wäre, wäre es keine gute gewesen. Oh gut, schneller Neustart. So. Einfach nochmal das Ganze. Wir sollten nie... Wow, das sind viele Stein-Stachelfallen-Dinger. Und wir sollten niemals
Shopkeeper stinkig machen. Weil damit kann ich einfach nicht gut genug umgehen. Es gibt bestimmt super Taktiken, wie man ganz einfach Shopkeeper ausschalten kann. Aber die mache ich einfach noch nicht oder kenne ich noch nicht. Hops. Komm schon, wir brauchen schon mehr Gold. 3600 ist echt mau. Dich würde ich gerne auslösen. Das sieht doch schon besser aus. Wie komme ich da drüben hin? Müssen wir uns da durchbomben? Mach ich einfach mal. Oh, 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 oh. Irgendwie sah ich schon den linken Pfeil hier durch die Explosion nach links zu uns fliegen und uns erdolchen. Aber gut, dass ich mich geirrt habe. Falsch. So, dann kommst du mit. Wir haben Stachelschuhe bekommen. Ja, bestimmt praktisch, wenn wir im Eislevel sind. Oder wenn wir auf zähere Gegner springen wollen. Skorpione zum Beispiel. Gib mir mehr Gold. Hier. Die eine Münze da. Ja, komm, nehmen wir auch mit. Hops. So, und jetzt Beilung, Beilung, Beilung. Geist kommt gleich. Hey. Ja, nee, wegen einem Smaragd jetzt Bomben verschwenden. Das muss nicht sein. Außerdem war da auch eine Spinne und eine Schlange und was weiß ich, das hätte ins Auge gehen können. Oh. Okay. Ich hab dich nicht mal schreien hören. Okay, jetzt spielen wir über drei Banden. Aha. Ich liebe die Frau. So. Was haben wir da? Ein Shopkeeper mit Schrotflinte. Und Bombensäcken. Weiß ja nicht. So bin ich mal lieb. Achso, brauchen wir gar nicht hier. Die brauchen wir hier. Geronimo! Hier ist nicht schön. Wird die Fledermaus gleich aggressiv werden. Kommen wir hier runter? Ja. Hops. Wie sie vom Boden abprallt. Das ist echt nicht schön. Nee, und hier werfe ich sie nicht, weil dann können sie da in den Stacheln landen. So. Falsch. Bomben kaufen. Ja, Bomben brauchen fast immer. 15.000 für eine Schrotflinte gebe ich garantiert nicht aus. Bin ich viel zu gierig für sowas. Naja, geizig. Was ja eigentlich das gleiche ist, oder? Oh. Zoink. Überall Kisten. Warte mal. Erstmal geben wir dich ab. Du läufst nach links, richtig? Jetzt läufst du nach links, ja. So, dann hätten wir dich gerne dabei. Das war zu weit links. Würden dich gerne sprengen. Brauche ich jetzt ein Seil, um wieder hochzukommen. Yeah. Geist kommt gleich. Ja, komm raus hier. Wir haben das Küsschen, wir haben ein bisschen Gold, das ist das Wichtigste. Ein Kali-Schrein. Sprengstoff. Oh, oh, oh. Au. Das war nicht gut. Ich bin davon ausgegangen, ich springe runter. Und die Spinne ist genau unter uns, deswegen kriegen wir keinen Fallschaden. Aber die Steinfalle hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Au. Nichts hochwerfen, was auch wieder runterkommen könnte. Wo ist Blondina? Nicht hier. Oh oh. Das Skelettding hat sich ein bisschen bewegt. Eigentlich hat die das andere, aber okay. Und da unten ist die Blondina.
Dann sprengen wir uns doch mal hier durch. Dann können wir den Edelstein mitnehmen. Das komische Ding da explodiert nicht. Gut. So, du kommst mit. Ausgang? Fragezeichen. Schnell, weg. Hier. Oh, falsche Richtung. So. Nö. Einfach raus. Aber ich merke schon, wenn ich so ein bisschen weniger aufs Gold fokussiert spiele, also nicht gierig, dann kriegen wir einfach auch nicht viel Gold. Ich meine, wir kommen... Wir sind jetzt 30.000. Oh. Wir sind jetzt bei 30.000. Mal gucken. Eins der Seile. Da unten wäre eine Kiste. Ich glaube, ich springe hier durch. Mitkommen. Natürlich nicht an die Edelsteine rankommen. Neue Seile, sehr schön. 5 Bomben ist ein bisschen mau. Also wenn wir einen Shopkeeper finden, sollten wir unbedingt da... Überlebst du das überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Also, wird Fallschaden bekommen. Zoing. Oh, stimmt, da war was. Wir sollten... Wow. Wir sollten erst die Blondine in Sicherheit bringen, wollte ich sagen. Aber das war wohl doch nicht nötig. So, dich weg. Dich holen. Das ist nochmal gut gegangen. Hätte aber auch irgendwo ein Shopkeeper sein können. Der dann doch ein wenig stinkig auf uns gewesen wäre. Oh, Spinne. Nein! Geh weg, doofe Spinne. So, die Kiste hätte ich noch gerne. Die andere Kiste oben. Also die Truhe hier unten, die Kiste da oben. Ja komm, Seil. Weil da sind eh entweder Seile drin oder Bomben. Zing, 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 zing. Beides, sehr schön. Und wir sind bei 50.000. Also so viel dazu, dass, ne? Wenn ich nicht auf gierig spiele, auch kein Gier bekommen, kein Gold bekommen. Ausgang. Knutsch. Dschungel. Der Dschungel kann ganz viel schief gehen. Tiki-Falle ist da an vorderster Front. Aber dieser Sprengfrosch da sieht auch so aus, als könnte er Ärger machen. Es war keine Abkürzung für uns. Hm? Könnt ihr mal versuchen... Ja. Da wäre der Ausgang. Aber keine Blondine und kein Gold gemacht. Das wäre ein bisschen doof. Das ist ein Bumerang-Typ. Oh. Du Fledermaus, jagt mich durchs halbe Level. Jetzt muss ich bei der Tiki-Falle hoch. Ich will nicht bei der Tiki-Falle hoch. Au. Genau deswegen. Ja komm, Seil. Schon haben wir nur noch 2 Leben. Das ist übel. Weg. Also wir brauchen eine Schrotflinte und wir brauchen Royal Jelly. Wenn wir dann das Glück haben, diese Wespennester zu finden. Oder Bienenstöcke oder was auch immer. So, und ihr werdet jetzt einfach nur sterben. So. Irgendwie... Zeug. Au. Hey, nein, geh weg. Doofe Äffchen. Ja, okay. Wir kommen schnell zum Ausgang, keine Frage, aber wir kriegen nichts. Oh.
Da ist eine Blondine. Die will ich haben. Oh, 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 oh. Nicht so dringend. Komm runter. Komm hierher. Genau. Geist kommt bestimmt gleich. Komm, 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 komm. Wir brauchen jeden Lebenspunkt. Hops. So. Und raus. Oh. 61.000. Zwei Lebenspunkte. Das sind eine Tiki-Falle oder eine Stachelfalle oder sonst irgendwas. Irgendwas gerade explodiert. Ist da drüben überhaupt irgendwas? Ja, glaub nicht. Also ich höre eine Blondine schreien. Ich will mal da unten gucken, ob im Wasser vielleicht irgendwas ist. Außer dem Dingens da. Ah, Piranha! Ja. Außer dem Piranha, der mich zerstückelt. Meh. Aber hey, 61.000? Besser als die Dailies in den letzten Tagen. Und wir sehen uns dann nachher, wenn es später ist und ich die Daily machen kann. Also bis denn.